Die Herausforderung, die wir aktuell in der Automobilindustrie sehen, dass die Unternehmer einen riesen Datenberg vor sich herschieben, weil die Autos intelligent werden und die Autos in den verschiedensten Prozessschritten, sei es im Engineering, sei es in der Produktion, aber auch im After Sales, Unmengen an Daten produzieren. Ich gebe Ihnen ein Beispiel aus dem Engineering-Bereich. Messdatenmanagement, Breitenerprobung. Ein Auto am Tag produziert auf der Messstrecke 40 Terabyte an Daten. 40 Terabyte, ein Auto, eine Serie. Jetzt können wir das mal hochrechnen. Wir reden da nicht von Small Data, Big Data, wir reden von Huge Data, weil wenn mehrere Generationen auf den Messstrecken fahren, dann reden wir von 1,5 bis zu Petabyte-Bereichen, die eine Automobilindustrie an Daten verarbeiten muss und aufnehmen kann. Das Daten verarbeiten und aufnehmen ist nicht nur das eine, auch das Analysieren der Informationen ist sehr wichtig. Und dazu haben wir uns eine intelligente Lösung überlegt, die Daten im Petabyte-Bereich aufnehmen kann. Und wir nennen diese Lösung intelligentes, kosteneffizientes Datenmanagement. Kurz erklärt, die Autos fahren an den Messstrecken, wir ziehen die SSDs aus den Autos heraus, entladen die Daten über einen Data Transfer Server in die sichere Cloud der T-Systems und legen die Daten dort sehr kosteneffizient ab. In dem Moment, wo die Daten aus den Autos herauskommen, sind sie analytisch über ein sogenanntes Edge-Device verfügbar und sie können analysiert werden. Analysiert werden von Ingenieuren und diese Ingenieure können dann entsprechend herauskriegen, Fehlercodes identifizieren, ihre Daten analysieren und festlegen, wie relevant die Daten für die weitere Verwendung sind. Und das ist genau das, was intelligent ist. Im intelligenten Datenmanage reden wir vom dynamischen Storage Tiering. Wir haben verschiedene Storage-Klassen. Wir haben die Storage-Klasse Hot, die Storage-Klasse Cold, Frozen und sogar GPU, die wir Plasma-Schicht oben drüber nennen, wo man AI und Machine Learning-Algorithmen verwenden kann. Aber warum haben wir die intelligent gemacht? Intelligent im Sinne kostenoptimiert intelligent gemacht, weil die verschiedensten Schichten verschiedene Kosten für die Unternehmen mit sich bringen. Und wir haben in der Schicht Hot einen Kostentreiber oder einen Kostenfaktor zweistelligen Centbereich pro Gigabyte. Im Cold reduzieren wir das um das Dreifache und im Frozen nochmal um das Dreifache. Und daran merken Sie schon, die Lösung ist so intelligent, dass Sie kostenoptimiert diesen Datenberg entsprechend handeln können und immer analytisch verfügbar haben. Wie analytisch verfügbar? Ablegen ist das eine, analysieren ist das andere, wird Ihnen mein Kollege Christoph Jung mal zeigen, wo eine Fachapplikation direkt auf diesen dynamischen Storage-Steering-Konzept implementiert wurde. Bei der Absicherung autonomer und semi-autonomer Fahrfunktionen müssen innerhalb von wenigen Tagen bis zu 150.000 Kilometer Testfahrt bezüglich Komfort, Fahrsicherheit und auch Fahrspaß bewertet werden. Wir haben dazu eine Erfindung gemacht, die ist ähnlich wie das MPEG-3-Format für Audiodateien, ist das ein Kompressionsverfahren für digitale Signale im Auto und die schafft es eben die Redundanzen aus den Signalen um bis zu 90% rauszunehmen und das fast mit einer 40-fachen Geschwindigkeit gegenüber Standardverfahren. Und dadurch sind wir in der Lage, innerhalb kürzester Zeit auszurechnen, ob gewünschte oder eben ungewünschte Situationen in solchen digitalen Signalen aufgetaucht sind, indem wir dort Muster aufspüren und dadurch eine Bewertung machen können, eine Gesamtbewertung sozusagen, ob die neue Steuergeräteversion eben bezüglich der Parameter Komfort, Sicherheit und Fahrspaß eben sich verbessert hat oder eben verschlechtert hat. Und von dieser Bewertung kann man dann wieder in die aktuelle Fahrsituation bis runter drillen, um rauszufinden, was muss ich im nächsten Entwicklungszyklus in der Software besser machen, damit diese Parameter eben besser gewährleistet sind. Und dieser Entwicklungszyklus muss dann nicht auf die Straße gebracht werden, sondern es ist auch möglich, aus unseren Datenfundi sozusagen Simulationen zu speisen, die diese Softwareversion einfach nur in der Software simuliert und dadurch, bevor man es auf die Straße bringt, schon bewerten kann. Dadurch spart man sich sehr, sehr viel Zeit und Geld. Mit dem gezeigten Lösungsansatz haben wir, denke ich, sehr schön aufgezeigt, welchen Wertbeitrag wir als T-Systems erbringen können. Unser Lösungsansatz: sicherer Datentransfer, intelligent und kosteneffizient.